Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Im letzten Part haben wir Narisha aufgesucht. Oh yeah, und haben ihn von seiner Qual befreit, von dem Schattenparasiten, der er von ihm Besitz genommen hat. Ja, und wir haben jetzt ein bisschen was erfahren über das Triforce. Eigentlich so gut wie gar nichts. Nämlich, er weiß selbst nicht, wo es ist. Schön! Allerdings gibt es ein Lied, das uns eventuell sagen könnte, wo es ist. Problematik, dieses Lied wurde natürlich in vier Teile aufgesplittet. Ein Teil davon hat Narisha und die anderen drei Teile haben die jeweiligen Drachen. Ja, und deswegen wollen wir uns jetzt gleich mal auf den Weg zum ersten Drachen machen. Und zwar wollen wir zuallererst zum Wasserdrachen, nämlich nach Phyrone. So, erstmal hier raus aus der Sturmwolke hier. Mich wundert es ja, dass die Biester hier noch da sind, weißt? Dass die mich noch angreifen. Weil ich meine, Narisha geht's wieder gut. Warum sind die Biester also noch da? Die ergeben für mich jetzt keinen Sinn mehr. So, da drüben ist schon Phyrone. Da wollen wir es natürlich mal schnell hin. Aber ich wollte ja noch, wo es mir gerade einfällt, ich wollte noch zum Wolkenhort und dort mal nachschauen, ob hier jemand ist, der bei der Kürbisernte helfen kann. Also ich denke mal schon, dass der hier sein wird, weil wo soll er sonst sein? Im Erdland? Ganz sicher nicht. Sag ich doch. Okay, wo schlägt denn das aus? Wohin führt denn mich das? Hä? Wohin führst du mich, Aurasuche? Hier lang. Oh. Die führt mich zu dem Lichtkegel. Das bedeutet, die Person ist nicht im Wolkenhort, sondern im Erdland. Okay. Und das ist rot, das bedeutet, Eldin. Gut. Dann ist die Person im Erdland. Warum auch? Ja gut, das macht sogar Sinn. Natürlich macht es Sinn, die Mogma oder wie die heißen. Die, wo sich so durchbuddeln, hä? Macht schon Sinn. Macht Sinn, ich sage schon nichts mehr. Ist zwar jetzt immer noch die Frage, wie die dann ins Wolkenmeer kommen wollen, aber das ist jetzt mal dahingestellt. Aber es macht Sinn. So, mal was ganz was Neues. So, jetzt erstmal ganz schnell hier so mit Hyperspeed. Oh yeah. So, und runter da. Hat anscheinend eine Veränderung stattgefunden. Ich muss dir was sagen. Ein Absprung dorthin ist momentan nicht... Ist okay. Es ist okay. Es ist okay. Ich sag einfach nichts mehr. Es ist okay. Ja, reiß mal dahin. Es ist okay. Hat eine Veränderung stattgefunden. Ich kann nicht hinreisen. Ich muss den ganzen Weg selbst hingehen. Es ist okay. So, dann schauen wir uns doch mal diese ach so tolle Veränderung an. Weswegen es nicht möglich ist, dorthin zu reisen. Oh, hi. Was, der ist schon wieder da? Hey, Spike, gibt's das denn? Der Kerl ist schon wieder zurück. Was, schon wieder? Ein Moment, ich bring mich schnell in Stellung. Ach so?
Es hat also keine Veränderung gegeben. Das Spiel wollte einfach nur, dass ich hier hingehe, damit es Sinn macht, damit er ausbricht. Alles klar. Was zum... Oh, es geht gleich los. Keine Panik. Ihr kennt ja mein mächtiges Katapult bereits. Ja, Mann. Solange wir das haben, kann es dieser Koloss keine Angst einjagen. Dieser Kerl ist wirklich mein Schicksalsgegner. Zweck, pass auf, dass er mir nicht zu nahe kommt, Mann. Alles klar, das Spiel wollte einfach nur einen Grund, dass wir hier beim Siegelhain landen. Mehr nicht. Okay. Jetzt bricht das Viech schon wieder aus. Ich glaub's aber auch, ey. Was ist das für ein Scheiß-Siegel, was wir da jedes Mal erstellen? Ein Papiersiegel oder irgendwie sowas, oder was? Finden wir das Siegel jedes Mal in der Kellogg's-Packung? Dass der da dauernd ausbrechen kann, oder was ist los mit dem? Und ich dachte, Zelda wollte dafür sorgen, dass der nicht mehr ausbricht. Hast du ganz toll gemacht, Zelda. Daumen hoch dafür. Es ist schon wieder. Der Kerl ist einfach nicht klein zu kriegen, Mann. Spike, wir machen uns auf. Wir machen uns einfach wie beim letzten Mal, was? Das ist eine gute Idee. Zack. Und Schuss. Triff noch. Triff. Oh, gerade, dass ich die Schwanzspitze noch getroffen habe. Weiß, verstehst du? Alter. Sehr gut. Gerade, dass ich die Schwanzspitze noch getroffen habe. Ja, es ist okay. Hä? Ist okay. Ja, ich komme ja nicht mal an dem vorbei. Ich kann ja nichts machen. So, zack. Trinken. So, schießen. Treffen. Und schnell zu ihm. Aua. Ja, der geht so schnell, ich kann nichts machen. Ey, das ist so... So. Habe ich jetzt nicht alle? Oh, ich muss einen Pickel von ihm übersehen haben. Hä? Ich hab doch alle. Hä? Ich hab doch alle. Oder soll ich mich jetzt um seine Bratzen auch noch kümmern? Ach da habe ich eins übersehen. Das hatte ich übersehen. Mein Fehler, hatte ich übersehen. So. Oh, das war jetzt aber... Ey, Alter, jetzt komm schon. Zack und zack. Jawohl. Okay. Was ist jetzt los? Jetzt kriegt er einen Heiligenschein. What the fuck? Was ist, fliegt er? Was ist kaputt mit dem? What? Jetzt fliegt er auch noch, Mann. Ich glaube, der will direkt zum Tempel. Los, holen wir den Kerl vom Himmel. Yay! Und weg mit dir auf den Boden, Mann. Zurück auf den Boden der Tatsachen. Ich sollte vielleicht weggehen. Das war knapp, Mann. Mein Katapult hat mal wieder seinen Zweck erfüllt. Und jetzt auf ihn, beeil dich! Okay. Hallo. Ich laufe so schnell ich kann.
Rein damit! Ja, da hilft ja auch kein Aspirin mehr. Wenn ich mit dir fertig bin, da hilft dir kein Aspirin mehr. Okay, jetzt fliegt er wieder. Was ist das? Das Beben hat den Weg verschüttet. Ich komme nicht weiter. Was tun wir jetzt nur? Spike, steig zum Tempel hoch und kommt dann schnell hierher. Okay. Okay, ich beeil mich. Komm, 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 komm. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ach, da drüben. Hi, na, da unten, wie geht's dir? Ich rüste mal kurz meine Bomben aus. Ist okay, oder? Ich habe Zeit, oder? So. Hey, Spike, ich habe alle meine Bomben aufgebraucht. Bleib nur noch eins. Du musst dich direkt auf seinen Kopf schleudern. Bleib ehrlich, das ist der einzige Weg. Okay. Hineinklettern. Gut. Bist auf dem Katapult. Ziel auf den Siegelstein auf seinem Kopf. Go! Rein damit, Mann! Dieser elende Pisser, kann der nicht einfach mal weggesperrt sein? So, jetzt bleibst aber mal weg! Wenn du nochmal rauskommst, sag ich das deiner Mama. Schon längst Schlafenszeit für dich, ja? Meine Güte, der ist ja schlimmer als meine Kleine, die klettert auch immer aus dem Bett raus, weil sie nicht schlafen will. Yo, Spike! Lenk den Himmelsstrahl auf den Siegelstein! Los, 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 los! Go! Oh yeah! Ja, schau mal, volles krasses Siegel dieses Mal her! Jetzt hier! Yeah! So! Und tschüss! Und rein damit wieder, jawoll! Puh, Spike, das war ziemlich knapp. Haben wir noch mal Glück gehabt. Ich gehe gleich zum Tempel. Beeil dich und komm nach. Okay. Dass der jetzt schon wieder ausbricht. Meine Güte, wie oft bricht denn der Pisser aus? Ich glaube, das... haben die hier irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen Panzertape da oder so, dass wir das Ziegel mal ein bisschen zukleben können? Vielleicht bleibt der dann mal da drin. Bisschen Panzertape drüber, weißt du, ein bisschen Bauschaum. Den betonieren wir ein. Der kommt nimmer raus. Sehr gut. Was denn, betonier mal ein bisschen mit Bauschaum außenrum abdichten, eine Bitummasse oben drüber, der kommt da nimmer durch. Ja, du hast das Ungeheuer ein drittes Mal gebannt. Na Spike, Pardo, ihr beide Großes geleistet. Aber die Abstände, in denen dieses Ungeheuer das Siegel bricht, werden immer kürzer. Ja, nein, wirklich, habe ich ja kaum bemerkt. Wir haben kaum noch Zeit. Hast du einen Hinweis auf den Verbleib des Triforce gefunden? Naja. Was? Okay. Du suchst also die drei Drachen. Ja, wenn du das Heldenlied von ihnen gelernt hast, weißt es dir den Weg zum... Moment mal. Mir fällt gerade was ein. Ich kann mich ja nicht mehr irgendwo hinporten in Phyrone.
Willst du mir jetzt sagen, ich muss mich durch komplett Phyron wieder durchkämpfen, nur um zu diesem scheiß Drachen zu kommen? Da bin ich jetzt mal gespannt. Na, ja, das weißt du übrigens den Weg zum Triforce. Ja, von hier aus ist der Wald von Phyron am nächsten. Es kann nicht schaden, dort nachzusehen. Gibt allerdings ein Problem. Na, ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber ich bin schwanger. Irgendwie wurde der Wald von Phyron Oh nein! Oh nein! Nein, es ist das, was... Oh nein! Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Das ist schlimmer als die Scheinschwangerschaft von Bardo. Ich musste zu unserer Sicherheit das Tor zum Wald verschließen, um zu verhindern, dass das Wasser auch in diesen Tempel überflutet. Na, du kannst das Tor also nicht öffnen, denn sonst steigt auch hier das Wasser. Jetzt stellt sich die Frage, wie du in den Wald von Phyron gelangst. Das könnt ihr mir überlassen, Mann. Bei dem Kampf vorhin ist mir eine neue Anwendung für mein mächtiges Katapult eingefallen. Wir schießen dich einfach mit voller Kraft direkt in den Wald. Na, ich bereite alles vor. Komm schnell nach, Spike. Oh je. Ach, er ist im Grunde ein guter Junge, aber er stellt meine Geduld ganz schön auf die Probe. Ja, mit den Alimenten ist er auch im Rückzug. Also dann, Spike, gib auf dich Acht. Oh je. Oh je, 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 oh je. Oh mein Gott. Wir dürfen gespannt sein. Wir dürfen gespannt sein. Vielleicht habe ich es auch einfach nur katastrophal scheiße in Erinnerung. Und es ist gar nicht so katastrophal scheiße. Das kann ja alles sein, ne? Weil ich hatte das Spiel durchgehend nonstop katastrophal ultra scheiße in Erinnerung. Und so katastrophal ultra scheiße ist es ja nicht nonstop, weil es hat ja schließlich geile Dungeons. So, wo ist denn mein da? Hallo, Sie da oben? Okay, kann ich nicht fangen, weil der ist zu weit oben. Ah, oh, du kommst runter, danke. Das ist sehr freundlich. Pisser. So, Bardo, schieß mich mal rein. Du willst in den Wald von Phyron? Ah, ich kann mit meinem mächtigen Katapult direkt reinschießen. Ja, mach mal. Na, dann lass mich mal machen hier. Ab in den Wald von Phyron. Auf geht's. Ach, so überflutet ist es hier doch gar nicht. So überflutet ist es hier doch gar nicht. Ich möchte mal nur kurz anmerken, meine Freunde. Das spezifische Gewicht von Wasser beträgt 1. Zudem hat es ja eine gewisse Dichte. Habt ihr eine Ahnung, was für ein unendlich starker Druck gerade auf der Tür zum Tempel lasten muss? Und die machen die Tür einfach zu, damit das Wasser nicht den Tempel flutet. Okay. Einfach okay. Oh, ja, du bist doch... Ach ja, ich hätte dich gar nicht nach deinem Namen gefragt. Ja, so, Spike also, komischer Name, ja? Ja, wie auch immer. Was kann ich denn für dich tun? Was ist denn hier los? Hast du gesehen, was passiert ist? Nein! Ist hier Wasser? Ist hier mehr Wasser als sonst? Das kommt mir nicht so vor. Aus dem großen Baum hinter mir kam plötzlich Wasser geschossen und im Nu war der ganze Wald überschwemmt. Ich weiß nicht, warum das passiert ist, aber so werden wir vielleicht wenigstens die ganzen Monster los. Okay. Okay. Er weiß nicht, warum das passiert ist. Niemand weiß, was hier los ist.
Ich schwimme mal zu dem Typi da drüben. Na, hoch. Hallo Typi. Hallo Sie. Ah, ich kann da nicht hochklettern. Ich muss hier hochklettern, damit ich cooler bin. Dann muss ich zu dir rüber jumpen. Yo! Was nicht geht. Kann ich nicht? Komm schon, ich werde doch wohl zu dir rüber jumpen können. Nein, Link ist dafür nicht qualifiziert genug. Naja, dann machen wir es halt anders. Das hat genauso gut geklappt wie... Nein! Verdammte Scheiße! Muss ich zu dem überhaupt hoch? Ich habe keine Ahnung. Ich sag einfach mal, ich muss nicht zu dem. Ich könnte es auch einfach... Warte mal... So! Fast. Ich will zu dem. Ich will zu dem Typi. Der schuldet mir nämlich noch Geld. Der Pisser. Mir und dem Don. Und niemand schuldet dem Don Geld. Yeah, hi. Ja, also aus dem Stamm des großen Baumes, als da Wasser rauskam, ist Senbuli ganz schön erschrocken. Wer ist Senbuli? Bei dem Wasser kann man sich gar nicht verstecken. Wird denn der Wald jemals so wie früher? Nein. Er wird nie wieder so sein, wie er mal war. Als die Tiere den Wald verließen. Er wird nie wieder so werden, wie er einmal war. Und ich würde mal sagen, meine Freunde, beim nächsten Mal schauen wir uns hier im Wald von Fyron einfach mal ein bisschen genauer um. Wir sind dann wahrscheinlich mal ein bisschen auf Tauchstation. Und ja, wie gesagt, das sehen wir dann einfach alles beim nächsten Mal. Also gut, Leute, das war dann Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.